Johannes? Wer war das?
Hallo, hallo. Eigentlich. So, dann geht's los. Ja, perfekt. Wunderbar. Hört sich nach was? Wunderbar, ich muss jetzt mal ein bisschen von der Seite, ne? Okay. Ja, ich würde sagen, wir starten, ne? Endlich. Ja, dann erstmal herzlich willkommen hier in der Schokoladenmanufaktur in Bad Honnef. Unser Thema wird Tourismus sein, aber bei Tourismus erstmal so schön ist, so unkonventionell, dann haben wir auch eine unkonventionelle Art und Weise des Tagens ausgewählt. Ich bin Soledad und ja, schon eine Weile hier in der Region. Ich habe mich in diese Region verliebt und deswegen möchte ich heute zumindest morgen den Tag mit allem teilen. Ja, wir sind heute nicht alleine, oder ich bin heute nicht alleine. Und zwar ja, so ein Barcamp, so ein Tourismuscamp lässt sich am schönsten immer mit anderen organisieren. Und deswegen habe ich mir erst einmal zwei Jungs geholt. Die sind am Arbeiten, sehe ich. Ne? Gut so, Sascha. Mach mal hallo, Jungs. Und Johannes, genau, da hinten von Bonn Digital beides. Und ja, und dann hier die Ute. Und ich denke, jeder kann sich dann ein bisschen vorstellen und dann gucken wir mal, was es so ist. So mal erstmal vorab in die Runde, war schon jemand hier oder überhaupt war auf einem Barcamp dabei? Okay. Ja, doch einige. Das ist schon toll. Okay, dann übergebe ich mal ganz kurz an Ute. Ja, ganz herzlichen Dank, auch von mir herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass das so großes Interesse findet. Es gäbe ja Alternativen bei dem Wetter. Umso schöner, dass ihr alle hier seid. Ich werde euch heute und morgen, für die, die an beiden Tagen da sind, durchs Programm führen. Ich freue mich auch schon darauf, da ich jetzt eben gesehen habe, dass vielleicht so 30-35% Barcamp-Erfahrung haben, wenn ich die Finger, die hochgegangen sind, richtig gezählt habe. Einfach nochmal kurz die Idee des Barcamps. Es ist eine offene Konferenz, die auf Austausch angelegt ist, wird auch häufig als Unkonferenz bezeichnet. Warum Unkonferenz? Weil sie eben nicht wie klassische Konferenzen vorher schon feststeht. Also ihr seid selber Gestalter des Programms. Wir kommen auch nachher zu dem Teil, wo ihr mitgestalten könnt. Übrigens duzen wir uns alle beim Barcamp. Das Sie legen wir jetzt heute und morgen ab. Am Sonntag oder Montag könnt ihr dann wieder entscheiden, ob ihr dazu zurückkehren wollt oder ob euch das Du so gut gefällt, dass ihr es beibehaltet, wenn ihr euch das nächste Mal trefft. Wir haben keine Referenten vorgebucht. Wir haben euch kein fertiges Programm serviert. Unsere Arbeit ist eigentlich jetzt so in etwa einer Stunde getan, weil die Location ist da, ihr seid da, die Ausstattung ist da, vor allen Dingen die Schokolade ist da, die dürft ihr tatsächlich den ganzen Tag essen. Also wir kommen hier pummelrund raus heute Abend. Und den Rest macht ihr dann nachher selber. Und organisiert euch, schlagt Themen vor und deswegen wird es Unkonferenz genannt. Wir haben das alle schon öfter gemacht, nicht nur organisiert, sondern auch teilgenommen. Wir sind total begeisterte Barcamper und deswegen denken wir auch, dass das heute super funktionieren wird. Wir haben eine Bitte an euch. Ihr dürft fotografieren, Facebook und twittern, alles was ihr wollt, aber die Mitarbeiter von Corpeneur unten in der Produktionsstraße möchten bitte nicht fotografiert und vor allen Dingen nicht veröffentlicht werden. Also wir bitten euch, das zu respektieren. Ansonsten gilt wie bei jedem anderen Barcamp, blast, was heute passiert, raus in die Welt, wie ihr nur könnt, auf allen Kanälen, weil so entsteht auch eine Diskussion außerhalb dieses Raumes über die Themen, die wir heute hier gemeinsam diskutieren. Was tun wir denn heute, beziehungsweise wem haben wir denn zu verdanken, Soledad? Jetzt bist du nochmal in der Spur, weil das hast du maßgeblich initiiert und gestaltet, was jetzt auf dieser ja, also so ein Tourismuscamp, so ein Barcamp ist eigentlich ohne Unterstützung überhaupt nicht möglich. Daher ein großes, großes Dankeschön an alle Sponsoren, Unterstützer, die erstmal für diese Idee genauso brennen wie ich. Ich sage immer, ich habe das Feuer in mir, aber
das zu teilen, das ist also auch für mich sehr, sehr schön. Und wirklich ohne wäre es nicht möglich, sowas zu machen. Also ein großes, großes, großes Dankeschön wirklich an alle. Ich möchte sie jetzt nicht einzeln hier erwähnen, aber vielleicht im Laufe des Tages und morgen könnt ihr schön darüber twittern, Facebooken oder Instagram, weil wirklich das macht auch eine Konferenz letztendlich aus, damit auch der Preis, den man selber als Teilnehmer bezahlt, auch einigermaßen letztendlich in einem Rahmen bleibt, wo sich letztendlich jeder so eine Konferenz letztendlich leisten kann. Ne? Also dann ein Applaus für die Sponsoren bitte von allem. Und ein großes Dankeschön. Ich glaube, die zwei Techniker dahinter, ne? Ja, wir stellen auch noch kurz Steve, der sich Chippy nennt, und Detlef vor. Das sind unsere beiden Livestreamer heute. Das heißt, auch andere Leute, die jetzt nicht hier vor Ort bei Corpreneur in der Manufaktur für Lebensfreude sein können, können uns jetzt zuschauen und mitverfolgen und vielleicht auch auf den sozialen Kanälen, auf den digitalen, reagieren auf das, was hier passiert. Genau, und wir essen die Schokolade auch für denen, ne, die nicht kommen können. Das ist ganz wichtig. Naja, alle, die jetzt nicht hier sind, haben Pech, die können die Schokolade nur sehen, aber weder riechen noch schmecken. Also das ist der echte Vorteil, wenn man heute dabei ist. Perfekt, wunderbar. So, was läuft denn heute ab? Wir haben, auch wenn es eine Unkonferenz ist, natürlich eine Struktur uns überlegt. Die ist bei Barcamps in der Regel sehr ähnlich. Wir führen euch jetzt gerade ein. Wir machen auch eine klassische Vorstellungsrunde. Wir planen dann gemeinsam mit euch die sogenannten Sessions, also die Themenblöcke, die ihr dann nachher miteinander diskutieren, austauschen, präsentieren wollt. Wir haben eine Begrüßung der Stadt Bad Honnef. Wir sind ja im wunderschönen Bad Honnef. Das kommt nach dem Mittagessen. Wir werden ab 12 Uhr nicht nur mit Schokolade, sondern mit anderen Köstlichkeiten von Gourmet Wagner verpflegt. Wir haben dann ab 13.15 Uhr den ersten Session-Slot, 14.15 Uhr den zweiten. Dann gibt es natürlich im Haus der Schokolade noch eine Schokopause, mehr dazu dann später. Dann haben wir am Nachmittag noch zwei Session-Slots und um 17.45 Uhr treffen wir uns dann alle hier wieder und lassen den Tag nochmal Revue passieren und vor allen Dingen möchten wir dann von euch wissen, wie war es für euch? Hat es was gebracht? Habt ihr was mitgenommen? Was können wir eventuell noch anders machen beim nächsten Mal, weil das auch ein Format ist, wo man jedes Mal was lernt und das dann fürs nächste Mal mitnimmt. Und wir sind auf Einladung vom Hotel Maritim in Königswinter heute Abend dann da zum gemütlichen Ausklang. Genau. Getränk, Würstchen, gute Stimmung, gute Aussicht, gutes Wetter heute. Also ist alles da. Alles hier mit dabei. Alles im Preis mit drin. Noch ein Hinweis, hier auf der ersten Etage, alles was hier oben rumsteht, an Getränken, an Schokolade, den Räumlichkeiten, ist alles im Preis mit drin. Wenn ihr nach unten geht ins Outlet-Geschäft von Corpreneur, da müsst ihr dann an der Kasse begleichen, was ihr euch mitnehmt. Aber hier oben im ersten Stock ist alles inklusive heute. Ja, und dann fangen wir doch mal mit dem an, was bei einem Barcamp ganz, ganz wichtig ist, nämlich, dass wir uns mal so ein bisschen beschnuppern. Und zwar machen wir das, ich rücke jetzt mal ein bisschen zur Seite, wir haben nämlich heute einen Ehrengast hier, mit einer Vorstellungsrunde. Das heißt, jeder von euch kriegt jetzt gleich mal das Mikro, darf es in die Hand nehmen oder ins Gesicht gesteckt bekommen, stellt sich vor mit seinem Namen, der Organisation und drei Hashtags. Wir sind ja auch heute zum Thema digitaler Wandel unterwegs. Und der Beethoven, der eine Reise hinter sich hat, der ist nämlich gestern vom Basecamp Bonn hierher gebracht worden, der macht es vor, er ist nämlich Ludwig van Beethoven von Beethoven on Tour. Seine Hashtags sind heute Bonn, Digital und Reisen. Und zu Beethoven on Tour kann man auch noch was sagen, er hat nämlich gestern seine große Weltreise begonnen, also vom Basecamp auf der anderen Seite hierher. Wir hoffen, dass er bis zu seinem großen Geburtstag im Jahr 2020 noch ganz viele Reisen machen wird. Mhm. Nicht unbedingt dieser Beethoven, aber Beethoven insgesamt. Das müssen wir mit dem Basecamp noch regeln, ne? Genau, ob wir den jetzt so weit rumschicken, der ist auch gar nicht so leicht zu transportieren. Also vielleicht gibt es etwas transportablere Versionen, die wir dann um die Welt schicken können. Mhm. Und dazu kann Sol im Laufe des Tages jedem, der das gerne wissen möchte, noch ein bisschen mehr erzählen. Mhm. Aber so stellen wir uns die Vorstellungsrunde vor. Und damit nicht nur Beethoven es vormacht, sage ich doch jetzt mal, Sol, fang doch einfach mal an. Und dann einer von unseren Jungs, oder da ist schon das Mikro, ihr reicht es dann einfach weiter und macht es nach. Ja, dann fange ich an. Ich bin Soledad von bontouren.de und meine Hashtags heute sind Beethoven, Digitales und Tourismuscamp.
Ja, danke schön. Fangen wir doch hier vorne weiter an. Ja, hallo, mein Name ist Ilmar. Ich komme von der World of VR. Das ist ein kleines Start-up aus Köln. Meine Hashtags sind Begeisterung VR, VR in Tourismus und... Und Schokolade. Schokolade, ja, genau. Hallo, mein Name ist Luzi Leindecker von der Stadt Bad Hornow Tourismusförderung. Meine Hashtags sind Natur, Kulinarik und Kultur. Hallo zusammen, ich bin die Sophia Tran, ich bin vom Digital Hub in Bonn und meine drei Hashtags sind Startups, Weltenbummlerin und Bonn. Ja, hallo, ich bin die Steffi, ich bin auch vom Digital Hub und meine drei Hashtags sind Sonne, Schokolade und Party. Passt für heute, perfekt. Hallo, ich bin Nicole. Meine Hashtags sind Bonn für alle. Das ist auch, also Organisation gibt es nicht, ich bin privat hier. Inklusion und Beethoven im Siebengebirge. Na, vielleicht seine nächste Reise. Schön, Tour. Genau, die nächste Reise, da muss man mit dir sprechen. Okay. Ja, hallo und guten Morgen, mein Name ist Petra Neumann, ich bin freiberufliche Designerin, meine Hashtags sind eine Tüte Gedanken, Service Design und Wandern. Ja, guten Tag, mein Name ist Philipp Kitz, ich bin von der Rewe Group oder von Rewe hier in St. Katharinen, direkt aus der Nähe und meine Hashtags sind Reisen, Retail und Rheinland. Schönen guten Morgen, Klaus Angel mein Name, Organisation, touristisches Regionalportal a.de. Meine drei Hashtags sind Wein, Wandern und Wellness. So, da könnt ihr mich auch gut anfreunden. Ja, machen wir mit. Ich bin Birgit Eschbach von der Agentur Rheintöchter für Marketing und Events und meine drei Hashtags sind Corporate Events, Teambuildings und Go for it. Hallo, mein Name ist Marzia Templeton vom Tourismus Siebengebirge und meine drei Hashtags sind Wandern, Sehenswürdigkeiten und Emotionen. Hallo, mein Name ist Alexander Köln von der Tourismus und Kongress GmbH Bonn. Meine drei Hashtags sind Visit Bonn Region, romantische Rhein und Wandern. Guten Morgen, mein Name ist Nicole Warnecke, ich bin hier für die Touristinformation der Stadt Bonn. Meine Hashtags sind bonn.de, Beethoven und für den heutigen Tag Schokolade. Endlich mal ohne Wandern. Ne? Guten Tag, Nils Brehm, Schweizer Post, die Oldtimer-Busfahrten. Meine drei Hashtags sind Regionaltourismus, Nostalgie und Standortfaktoren. Hallo, guten Morgen, mein Name ist Christian Juretz von Gourmet Wagner. Meine drei Hashtags sind Essen, Trinken und Wohlfühlen. Schön. Das werden wir Ihnen auch heute zu verdanken haben. Mein Name ist Jasmin Koppener, ich bin hier von Koppener. Meine drei Hashtags sind Bean to Bar, Manufaktur für Lebensfreude und heute erstes Barcamp. Ja, wunderbar, yeah, so die zwei Personen Dank, ganz richtig sein dürfen. Ja, heute, ja. Hallo, mein Name ist Thomas Lenz, ich bin von Alinius Media Consulting, heute allerdings hier fürs Basecamp Bonn und meine drei Hashtags sind PR, Basecamp natürlich und Bonn ist besser als man denkt. Schön. Ja, da können wir zustimmen. Ja, hallo, ich bin Michael Schlösser vom Basecamp, meine Hashtags sind Musik, Regionalität und Pauschalen. Ja, guten Morgen, Marc Gärtner, ebenfalls vom Basecamp und als Hashtag habe ich das Basecamp Bonn. Und die Schokolade. Ja. Hallo, ich bin Andreas, auch vom Basecamp. Hashtag ist auch Basecamp, Fotografie und Stop-Motion. Guten Morgen, ich bin Johannes vom Bonox Boarding House. Meine Hashtags sind BSC Olé, Denkmal anders und Bundeshauptstadt Bonn. Da ist das Haupt wieder drin, das wir uns genommen haben. Hallo, mein Name ist Cora, ich bin vom Hotelkollegium Leoninum und meine Hashtags sind Tourismus, Wandern mit viel Schokolade im Gepäck und ja, heute auf jeden Fall das Barcamp. Andreas Müller von den Maritim Hotels. Meine drei Hashtags sind Beethoven, Beethoven on Tour und Beethoven. Okay, genau, die andere Seite erstmal, die drei Jungs von der Seite noch und dann gehen wir auf die andere Seite.
Johannes Mirus von Bonn Digital. Meine Hashtags sind Bonn Digital und sagen wir mal Bonner SC. Sascha Förster, auch von Bonn Digital. Meine Hashtags sind Begegnung auf Augenhöhe, Schokoholic und ich habe schon Bauchweh von der Schokolade. Und so viel Schokolade. Ja, hallo, Udo Meisen, nicht von Bonn Digital, sondern Redakteur bei Brett Intermedia, wo ich unter anderem die Reiserechtslupe betreue. Meine Hashtags für heute ganz klar Schokolade, wenn ich das hier so vor mir sehe. Da werde ich gleich nicht widerstehen können. Recht und Online-Portale und WordPress. Okay, genau, dann machen wir hier auf die andere Seite. Also das ist echt... Komm mal rüber. Ja, toll. Hallo, ich bin Andreas, ich bin freier Softwareentwickler. Meine drei Hashtags sind eine App für die Region, Ideenaustausch und Borsalino. Da könnt ihr euch überraschen lassen. Mhm, okay. Hallo, mein Name ist Harald Sichert. Ich bin von MyVision Software. Ich habe auch sehr digitale Hashtags, zumindest zwei. Das ist das Thema E-Commerce und Open Source Software und Pilze sammeln. Mein Name ist Bea Gutmann, ich komme aus dem Ruhrgebiet und meine Hashtags sind Neuanfang, Auszeit und Reisen. Guten Morgen, mein Name ist Valeria Mehles, ich bin Pressereferentin bei Tourismus NRW und meine drei Hashtags sind Talafiti und Objöck, Schreiben und Staunen. Ja, guten Morgen, mein Name ist Ingo Busch, ich bin Reiseblogger auf reisewahnsinn.de. Meine drei Hashtags sind Fotografie, Bilderklau und WordPress. Ja, schönen guten Morgen, mein Name ist Jutta Westphal, ich bin freiberufliche Kommunikationsberaterin, unterrichte an der Hochschule Düsseldorf Social Media und habe einen Wanderblog. Meine drei Hashtags sind Wandern, schon wieder, heute keine Schokolade, ich versuch's, und Kaffee. Ja, schönen guten Bloggerin, Inhaberin einer Pension und Instagram-Marketing-Expertin. So, meine Güte, was für ein Wort. Meine Hashtags heute sind Instagram, natürlich Sonnenschein verliebt und Neuanfang. Privat und geschäftlich. Hallo, mein Name ist Pablo Sichert und meine drei Hashtags sind gespannt, Tourismus und Siebengebirge. Hallo, ich bin Philipp Simon, ich bin Student an der Uni Köln und auch als Vertreter von MyVision heute hier. Und meine drei Hashtags sind TDF 2017, die Tour de France und Roadbike. Was? Roadbike. Roadbike. Detlef Schiff aus Bonn von Sports 360. Meine Hashtags sind natürlich 360, lokale Präsenz und Google. Ich versuche es jetzt, Multitasking zu machen. Ich bin der Chippy, ich habe drei Hashtags, ich habe fünf Hashtags. Ui. Nee, Bonn Greeters, 360 Grad Transparenz. Hallo, mein Name ist Stefanie Müller, ich arbeite im LVR Landesmuseum Bonn und meine drei Hashtags sind Museum, Zisterzienser und Bonn. Hallo, ich bin Christina Blaschke, ich komme auch vom Landesmuseum in Bonn. Meine Hashtags sind Museum, Wandern und Natur. Hallo, mein Name ist Hendrik Becker, ich bin der Hoteldirektor vom Jufa Hotel Königswinter in Bonn und meine Hashtags sind Hoteleröffnung, Siebengebirge und Jugend und Familie und Kinder. Ja, ich bin Patrick von Trust Your Trip, bin heute auch hier zum ersten Mal und bin gespannt. Und meine Hashtags sind Trust Your Trip, Schokolade und ich brauche einen Adapter für den Beamer heute. Kriegen wir hin. Hallo, Frank Thiem mein Name. Ich bin freiberuflicher Trainer in der Tourismusbranche. Meine Hashtags sind Tourismus, Trainer, Kundenkommunikation analog und Schokolade. Guten Tag, mein Name ist Elke Zeschke. Ich bin hier für Bergisch Hoch 4 heute. Meine Hashtags sind digital, Innovation und Wandern. Hallo, mein Name ist Kian Jaschny und ich bin Praktikant bei Bonn Digital und meine Hashtags sind Bonn, Gaming und Chill.
So, wir hatten noch einige Hinzugekommene, da reiche ich mal das Mikro. Bitte? Genau. Ja, jeder. Hallo, ich bin die Petra Richter. Meine Hashtags wären Kunstrasen, Freiheit, Jean-Michel Jarre. Hallo, ich bin Julia, ich bin Studentin und ich bin einfach gespannt auf die Veranstaltung. Meine Hashtags sind, ich würde jetzt mal sagen, Schokolade, Schokolade, Schokolade. Heute durchaus legitim. Genau. Da hinten da ist noch zwei, genau. Johanna, habe ich gesehen. Ja, und? Hallo, mein Name ist Johanna Schäfer. Ich bin die Gründerin vom BonnLab und meine Hashtags sind Bonn ist, Beethoven 2020 und Schokolade. Okay. Und ganz hinten dann noch. Ja, ganz hinten, ja. Herzlich willkommen. Dankeschön. Ja, mein Name ist Daniela Kinkel. Meine Hashtags sind heute Turmstationen, Upcycling und Vereinsgründung. Ja, ist doch eine bunte Mischung. So, ja, ich glaube, wir haben es geschafft. Es ist jetzt echt sehr, sehr bunt. Ja. Jetzt kommt Trommelwirbel, das Spannendste überhaupt, nämlich die Sessionplanung. Mhm. Ich erkläre mal für alle, die noch nie bei einem Barcamp waren, wie wir das jetzt machen. Aber alle, die das schon kennen, dürfen durchaus schon die Zettelchen in die Hand nehmen. Euren Plätzen. Genau, alle Plätze haben so ein Zettel gehabt. Und die Erfahrenen dürfen durchaus dann auch schon mal ihre Überlegungen da drauf schreiben. Aber für alle, die noch nie auf einem Barcamp waren. Jetzt kommt das, was dieses Format unterscheidet von allen anderen Konferenzen, weil jetzt kommen eure Ideen ins Spiel. Ihr könnt jetzt vorschlagen, was ihr in einer dieser Sessions, die wir im Zeitplan haben, gerne diskutieren möchtet, präsentieren möchtet, zur Diskussion stellen möchtet, mit anderen euch austauschen möchtet. Das könnt ihr jetzt gleich vorstellen, und zwar hier oben auf der Bühne. Ihr schreibt das auf einen Zettel, den habt ihr auf euren Plätzen. Dann kommt ihr nach vorne, sagt nochmal euren Namen, sagt, was ihr gerne machen möchtet, ganz kurz und knapp. Dann fragen wir ab, wer würde denn da hingehen? Und dann machen Johannes und Sascha daraus unseren Konferenzplan. Indem sie das nämlich aufhängen, wir haben ja einige Räume, insgesamt mit diesem hier sind es glaube ich 7, das heißt wir können 7 Angebote parallel machen, nicht immer, weil es auch noch Dinge gibt, die schon in den Räumen fest stationiert sind für euch zum Gucken, zum Beispiel die Virtual Reality Brillen und das ganze Thema, was heute im Raum Hotel Maritim Königswinter zu finden ist, aber das andere ist jetzt von euch zu füllen. Und ich sage, glaube ich, feuerfrei, beziehungsweise wer 2 Sessions anbieten möchte, oder 3, das ist durchaus legitim, aber im Sinne der Gleichberechtigung aller, stellt ihr eine Session vor und stellt euch dann hinten an die Schlange, die sich gleich bilden wird, wieder an, damit eben alle zum Zuge kommen mit ihren Angeboten. Und wenn wir dann sortiert haben, dann haben wir sicherlich ein sehr spannendes Programm zusammen. Ach so, in den Räumen sind immer Beamer vorhanden und Sitzgelegenheiten und Schokolade. Es gibt überall hier auf dem Flur Brohler Wasser und ihr müsstet einen Laptop haben, den ihr damit verknüpft, wenn ihr was mit Laptop machen wollt. Wenn ihr aber, ihr könnt auch einfach nur sitzen und diskutieren, ihr könnt Zettel schreiben, also da seid ihr völlig frei, aber die Räume haben die Grundausstattung. Ja, Flipcharts gibt es zum Teil Räume, auch. Genau. Muss man dann, also ihr könnt das auch draufschreiben, was ihr braucht, weil dann wissen Sascha und Johannes, sie kennen die Räume, die Ausstattung und können dann versuchen, das passend zu machen oder wir gucken hinterher und machen es noch passend. Also bisher hat es immer geklappt, wir sind immer irgendwie klargekommen. Genau, also einfach einen Titel so prägnant von der Session überlegen und hier wirklich in maximal 2 Sätze vorstellen. Auf die Plätze. Fertig. Genau, ne? Da machen wir die Sessions-Vorschläge. Los! Okay. Also hier vorne sind auch noch mehr Zettel und Stifte, aber wer jetzt eine Session anbieten möchte, hier ist der Beginn der Schlange. Ja. Also? Der Herr Müller, Andreas, heute sind wir per Du, ist der Erste. Bitte schön, was möchtest du gerne anbieten? Also ich würde gerne über Beethoven 2020 sprechen, weil das ist schneller da und es allen lieb ist. Und im Moment sehen wir noch kein irgendwie angedachtes Programm. Und ich glaube, das beschäftigt uns alle, dass wir Bonn und die Region natürlich komplett da vermarkten können.
Wer würde da hingehen? Ja, größerer Raum. Die Räume haben auch unterschiedliche Anzahl von Sitzmöglichkeiten, deswegen orientieren wir uns jetzt an euren Händen, was nicht heißt, dass ihr nachher in alles, wo ihr die Hände gehoben habt, gehen könnt oder müsst, weil wie bei jeder anderen Konferenz habt ihr dann nachher leider die Qual der Wahl, wenn das Programm fertig ist. Ja, herzlichen Dank bitte bei Sascha und Johannes. Sehr nett, weil meine zweite Hand ist voll. Herzlich willkommen. Ja, ich denke mal, viele von euch haben selber Webseiten, sei es beruflich für ihr Hotel, ihr Unternehmen, sei es als Reiseblogger oder sonst was. Ich biete daher mal eine Session an, Recht für Webseitenbetreiber, wo wir uns über die ganzen rechtlichen Probleme unterhalten können, vom Impressum, Datenschutzerklärung bis Urheberrecht und was ihr sonst noch an Fragen habt. Wer hätte da Interesse und würde da hingehen wollen? Ja, kleineres Räumchen. Dankeschön. Ja, ich würde gerne heute oder ich werde über Virtual Reality erzählen, über die technischen Möglichkeiten, Einsatzmöglichkeiten in der Tourismusbranche, ja, und 360 Grad Fotografie, Video, das ganze Thema beleuchten. Und weil er für sein Thema stabiles WLAN braucht, hat er das Privileg, dass er schon in einem Raum installiert ist, weil er seine ganze Technik aufbauen musste. Das ist der Raum Hotel Maritim Königswinter. Ich zeige euch gleich noch einen Raumplan und dann orientieren wir uns nochmal gemeinsam, wo was ist. Aber man kann ja nicht verloren gehen, man rennt immer im Kreis und landet dann irgendwann in dem Raum, wo man hin möchte. Bitteschön. Ich möchte das Thema Future Camp als touristisches Angebot für Gruppen und Firmen anbieten. Ein Mix aus einem analogen und digitalen Event und eine Chance für den Tourismus in der Region Bonn-Rhein-Sieg-Ahr und NRW. Wer würde sich das anhören wollen, mit ihr diskutieren wollen, kennenlernen wollen? Ja, wunderbar. Herzlichen Dank. Ja, wie schon in der Vorstellungsrunde habe ich die Idee einer App für die Region. Da geht es um eine Ideensammlung. Es wird also nicht technisch, also keine Angst haben für die, die jetzt nicht ganz so in der Technik drinstecken. Ideensammlung heißt, was können wir machen, um eine attraktive App für Bonn-Rhein-Sieg und das Ahrgebiet zu erschließen? Und ja, das wäre so mein Themenangebot. Wer brennt darauf, seine Ideen dazu loszuwerden? Wunderbar, vielen Dank. Nee, aber manche Räume sind besser klimatisiert als dieser hier. Ja. Ja, ich bin der Johannes und ich würde ganz gern heute mit euch über was reden, was ich schon mal vor einem guten Monat in Hannover auf einem Barcamp diskutiert habe. Der gleiche Titel, Bonn statt Berlin. Ja, also in Hannover haben viele Leute gelacht, hier in Bonn ist das so, ja gut, ja, wir Bonner sind sowieso toll, da muss sich die Hannoveraner erstmal überzeugen, dass Bonn wirklich toll ist. De facto, wie schaffen wir es auch vor dem digitalen Hintergrund, dass Bonn sich vernünftig präsentiert, vernünftig zeigt, damit wir auch gegen solche unnötigen Konkurrenten wie Berlin bestehen können? Ist doch keine Konkurrenz, die wären doch froh, wenn sie so toll wären wie wir. Ja, wer würde da hingehen? Wer würde gerne diskutieren wollen, mehr dazu besprechen? Wunderbar. Eigentlich jeder muss dahin, der heute hier ist. Ne? Das ist doch unser Thema. Alle. Ja, ich würde ganz gerne zu dem Thema ein Bild sagt mehr als 1000 Worte eine Session abhalten. Hintergrund ist folgender, ist es immer noch eigentlich der Fall, dass man auf zu vielen Websites zu viele schlechte Fotos sieht. Und der zweite Teil dieser Session wird sich dann auch nochmal mit den rechtlichen Fallstrecken beschäftigen, weil da habe ich selber als Reiseblogger mittlerweile reichlich Erfahrung darauf, was da angeht, wenn mal die Bilder geklaut werden. Ja, wer würde sich das anhören wollen und mitdiskutieren? Wunderbar, vielen Dank. Bitteschön. Ja, hallo, mein Name ist Daniela. Wer von euch weiß, was eine Turmstation ist? Das ist eine Turmstation, das ist ein altes Stromhäuschen. Ich bin vor einigen Jahren zu dieser Turmstation, die in Bonn-Mehlem steht, wie die Jungfrau zum Kinder gekommen. Habe im letzten Jahr auf dem Nachhaltigkeitscamp da die Idee mal präsentiert, was man daraus machen kann. Das hat
ausgelöst, dass ich mich mal ein bisschen dahinter geklemmt habe, auch einen Architekten gefunden hat, der da ja so ein Häuschen rausmachen will mit mir. Und ich möchte das aber nicht als klassisches Wohnhaus nutzen, sondern möchte das ja touristisch nutzen, zum Beispiel für Radfahrer. Ich habe das jetzt ein Konzept entwickelt, eine sogenannte Radklause daraus zu machen. Ich habe aber auch ein paar andere Ideen, was man damit machen kann, und die würde ich euch gerne vorstellen. Und ich wäre total dankbar für Feedback, ja, weil ich da noch viele offene Fragen habe und auch noch ein paar Ideen brauche. Ja. Wer möchte Daniela in ihrem Prozess unterstützen? Ja, super. Dankeschön. Hallo, ich bleib mal hier stehen, weil sonst habe ich den Beamer so im Gesicht. Ich würde gerne eine Session machen zum Thema Social Media Content. Strategie, was muss man beim Content für Social Media beachten, wenn ich eine Facebook-Seite habe, einen Blog, eine Webseite, was auch immer. Hat da jemand Interesse dran? Ja, viele. Dankeschön. Hallo, ich habe gerade den Stift angesetzt und wollte schreiben, let's talk about Beethoven, und dann kam das schon. Ja, ich habe es jetzt umgeändert in Beethovens digitaler Garten. Und da würde ich euch ganz kurz einen Einblick geben in meine Bachelorarbeit. Da habe ich ein Kulturquartier entwickelt und gleichzeitig ein Stadtmarketing-Konzept für Beethoven 2020 mitgedacht. Ja, also wer da Interesse dran hat, da können wir gerne drüber reden. Also es wird viel mit Reden sein und ein bisschen zeigen. Ja. Wer würde? Wunderbar. Cool, danke. Mikro weiterreichen. Ja, dann hätte ich noch einen Vorschlag für diejenigen, die Webseiten betreiben. Die meisten davon werden ja wahrscheinlich WordPress benutzen. Wenn ihr dabei Fragen habt, würde ich eine Session anbieten, WordPress, Q&A. Also ihr fragt und wir versuchen, die Probleme zu lösen. Ja, wer möchte die Geheimnisse von WordPress entdecken? Sole, du musst dich schon 5 teilen, ja gleich. Ja, hallo, Michael vom Basecamp nochmal. Ich würde gerne eine Session anbieten, und zwar wäre das Thema Megatrend Regionalität, wie man das in touristische Angebote ummünzen kann. Wir sind ja beim Tourismuscamp Bonn-Rhein-Sieg-Ahr, haben hier eine wunderschöne Region, und ich hatte mal so eine Idee. Wir haben ja zum Beispiel, ist es eine der bekanntesten Spargelanbauregionen Deutschlands, und warum kann man keine touristischen Angebote daraus machen? So nach dem Motto Spargelakademie, die Leute würden Spargel stechen, später das mit den Bauern kochen, und es gibt einen leckeren Wein von der A. So Angebote gibt es nicht, und es gibt viele tolle andere Ideen von euch. Wenn jemand Interesse hätte, würde ich mich freuen. Ja, da gibt es Interesse. Mikro weiter bitte. Hi zusammen, hier nochmal die Sophia vom Digital Hub. Ich würde gerne mit Steffi eine Session halten zum Thema Tourismus Zukunft digital gestalten. Da würden wir ein bisschen erzählen, was wir als Hub machen, was wir für Leistungen haben. Sprich, wir fördern Startups unter anderem und wir beraten auch Unternehmen in der Region Bonn. Ja, also feel free, kommt gerne zu uns vorbei und dann können wir ein bisschen diskutieren. Ich glaube, free war das Stichwort. Free, kostet nichts heute, kostet nichts. Genau. Ja, wunderbar. Ach ja, und wir haben die allererste Session. Entschuldigung, weil wir müssen gleich wieder los. Wir müssen um ja, 1:15 leider drankommen. Jetzt. Nee, wir sortieren das Programm gleich, da wird es schon Angebote für alle geben. Dankeschön. So, ich stehe stellvertretend für die Tanja Neumann hier, die hauptberuflich bei der IHK arbeitet, aber auch unter Feelvibe bloggt. Und sie hat als Thema uns aufgeschrieben, wie können Unternehmen erfolgreich mit Bloggern kooperieren? Alle Fragen, die da zu beachten sind. Wer hat Interesse? Auch? Reichlich Interesse? Dankeschön. Mein Thema möchte ich nicht anbieten, sondern abfragen, ob da Diskussionsteilnehmer wären. Das Thema touristische Kleinanbieter unter Druck. Als Regionalcarrier kenne ich sehr viele kleine touristische Anbieter, die ständig überlegen, privat und dafür 5-stellig pro Jahr privat reinbuttern oder gewerblich und dafür jedes Jahr den Stress mit dem Finanzamt von wegen Liebhaberei. Und das zum Teil bis zu 20 Jahren zurück. Ist mir ein Betrieb bekannt. Das andere, auch so Verwaltungsgeschichte, ich habe eine Buskonzession, die EU hat ganz, ganz klar und deutlich mit Absicht die Fristen für die Konzessionsdauern hochgesetzt. Die Bezirksregierung Köln nutzt die zu 50% aus, die Fristen. Also dieses Problem, und das meinte ich vorher mit Standortfaktoren,
Es geht ein bisschen über den engeren Tourismusbereich raus. Wer hat da Erfahrung? Wer kennt sich da aus? Wer möchte sich austauschen? Ja, sind auch welche. Vielen Dank. Gibst du Sascha und Johannes den Zettel für die Planung? Ja, ich bin es nochmal spontan, kam mir gerade noch eine Idee, und zwar engagiere ich mich seit sehr kurzem, seit ungefähr so anderthalb Monaten, im Eifelverein. Und zwar in der Ortsgruppe Düsseldorf, weil ich daher komme. Und der Eifelverein hat ein kleines Problem, der ist nämlich ziemlich alt. Also der Vorsitzende von Düsseldorf ist 82, der wandert selber gar nicht mehr. Und alle Amtsträger und alles andere sind da mindestens 70 plus. Und ich wurde als super Jungspund mit 45 da begrüßt. Ja? Und es ist eigentlich schade, weil es irgendwie so ein Traditionsding ist und eigentlich mal gerade gedacht, wir sind so viele Wanderer oder Wanderinteressierte, vielleicht können wir mal überlegen, wie können wir da wieder neuen Wind reinbringen, wie können wir da irgendwie neue Mitglieder und Ideen, ich hatte eben schon mit diesem Spargel, man kann ja auch eine Spargelwanderung machen mit Verkostigung und so, warum muss das da irgendwie so vor die Hunde gehen? Also alle unter 70. Ja, nehmen teil. Danke. Ja, wir machen ja den Kunstrasen in Bonn auf dem genialen Platz unterhalb des DHL-Towers. Ich hätte jetzt gerne mal in die Runde gefragt, wer denn aus Godesberg und Bonn und Umgebung kommt, also näherer Bereich, oder sind das Düsseldorf, ist das mehr hier vertreten? Okay, also ich habe Hashtag Creative Hub, Gründung, Bad Godesberg und Rheinschiene. Und ich würde, meine Idee ist, wir müssen uns jetzt vergrößern, unsere Büros sind zu klein geworden, wir sind sehr schnell gewachsen und ich brauche mehr Platz. Das heißt, wir müssen halt neue Büroräumlichkeiten beziehen. Mit so einem mehr oder weniger Start-up ist das ja alles nicht so einfach, weil man auch nicht weiß, wie schnell das wächst. Und vielleicht gibt es da ja Leute, mit denen man sich vernetzen kann. Also das wäre mein Anliegen. Und wir haben ja auch den Kunstrasen, das ist ein bürgerschaftliches Projekt. Das heißt, da kann jeder hinkommen und mitmachen, seine Ideen einbringen. Und natürlich muss er auch selber anfassen. Das heißt also nicht, dass da irgendjemand kommen kann und irgendetwas verlangen kann sozusagen. Dafür nehmen wir aber auch nichts dafür. Also wir haben da zum Beispiel die Firma Revive, die hat sich zum Ziel gesetzt, Second-Hand-Möbel aufzubereiten. Die stellen die da hin, die karren die da an, die machen da alles selber und können sich dann da eben präsentieren. Und das ist ja für viele Leute vielleicht auch attraktiv. Das sollte ich hier einfach da mal loswerden. Also das habe ich dann hier auf diesen... Wer würde mehr erfahren wollen und vielleicht sogar mitmachen? Mhm. Ja. Zettelchen, sonst kommt es nicht auf den Plan. Alle Ideen raus für heute? Noch Fragen, die jetzt entstanden sind durch die Anregungen anderer? Wir haben noch Platz, aber ist auch kein Zwang. Ja, hat jemand noch irgendein Anliegen, wie Petra, wo er vielleicht Hilfe braucht, Austausch möchte? Wenn nicht, dann guckt ihr mal, ob ihr sortiert seid. Ich gebe noch, ja? Genau. Gut, ich gebe jetzt noch so ein paar organisatorische Hinweise und zeige euch auch mal den Raumplan. Und dann ist die Bitte, dass ihr alle noch mal kurz zu der Stellwand kommt, damit ihr gucken könnt, ob es so passt, wie es jetzt aufgehängt ist. Ja? Also ob das, was ihr braucht, der Platz, den ihr gerne hättet und die Uhrzeit, die jetzt entstanden ist, ob das alles so in eurem Sinne ist. Die Sessionplanung bleibt später hier als Wand den ganzen Tag stehen. Vielleicht soll man dann die... Sollen wir gerade mal pausen? Hallo, das ist der WDR, ne? Hallihallo, hallöle. Die Sessionplanung ist jetzt so schon fast vorbei. Wollen Sie trotzdem runterkommen? Und kurz... Wir machen es nochmal. Wir haben es einmal geübt. Okay. Also die Wand bleibt dann, wenn sie fertig ist, hier stehen. Das Programm wird aber auch in eine App einprogrammiert. Genau, ist hier noch, können wir nochmal gerade die Folien, dann kann ich euch noch so ein bisschen die Räumlichkeiten nahe bringen und auch den Link für die App. Sekunde, ich gehe mal gerade vor. So, das ist jetzt hier der Raumplan. Wenn ihr hier rauskommt, damit ihr wisst, wie es hier ist, der Gang, wo der Raum Stadt Bad Honnef ist, auf der gegenüberliegenden Seite Collegium Leoninum und dann Bonn Digital. Und dann bewegt ihr euch zu auf diesen Bereich, Hotel
Maritim, hinten die Küche, Gourmet Wagner, da gibt es dann nachher auch gleich Mittagessen. Hier ist das Kino, da ist My Vision und das ist im Grunde genommen der Rundlauf. Ne, sind auch überall Schilder, man kann nicht verloren gehen. Höchstens an der Schokolade hängen bleiben, das ist die Gefahr des Tages. Wir haben gleich das Mittagessen und die Begrüßung der Stadt Bad Honnef. Und hier sind unsere digitalen Infos nochmal. Also ihr habt auf euren Namensschildern das WLAN und das Passwort für das WLAN, das ihr nutzen genau. könnt. Es ist nicht überall gleich stabil und im Kino gibt es leider kein WLAN, weil da die Wände so dick sind. Also nicht wundern, wenn ihr da wieder rausgekegelt werdet. Aber ansonsten ist hier das WLAN frei heute. Das ist der Link für die App. Da werden Sascha und Johannes nachher das Programm auch noch digital eingeben. Das heißt, da könnt ihr dann nachgucken. Ihr könnt aber auch auf der Rückseite eures Namensschildes eintragen, welche Sessions ihr machen wollt. Ihr könnt aber euch auch frei entscheiden, immer mal wieder Sessions zu wechseln. Das nimmt hier euch auch keiner übel, wenn ihr irgendwo reingeht und feststellt, ah naja, genau. das ist jetzt nicht so ganz mein Thema, beziehungsweise eigentlich will ich auch in die Parallelsession noch. Das ist bei einem Barcamp total okay. Da kriegt es auch keiner, kriegt da irgendwie eine schlechte Note für und auch kein Referent ist beleidigt. Das genau. ist Teil des Konzeptes, dass man sich eben auch frei bewegen genau. kann. Twittert, Facebookt und bloggt, was das Zeug hält. Da unten ist unser Hashtag. TCBRSA17, Tourismuscamp Bonn-Rhein-Sieg-A17, kann man sich leicht merken. Ansonsten fragt man den Menschen, der neben einem sitzt, der vielleicht ein besseres Gedächtnis hat. Wir haben unten im Outlet von Kopenhagen einen roten Teppich. Also wer sich noch nicht davor gestellt hat und gerne noch ein Foto von sich hätte, kann sich da fotografieren lassen. Wir haben Tassenparkplätze, wir sind nämlich nachhaltig hier. Also ihr könnt euch eure Tasse vor der Kaffeemaschine mit Kreppband beschriften und auf den Tassenparkplätzen einfach abstellen den ganzen Tag und immer wieder finden, damit hier nicht so viel Geschirr durchläuft. Die Örtchen, ist ja auch immer eine wichtige Frage, sind einmal hier und hinten bei der Küche. Und es gibt unten im Outlet-Geschäft auch nochmal ein Schild, wo ihr das alles findet. Es gibt die Twitter-Wall, alles unten am Eingang, also alles, was jetzt getwittert wird, wenn ihr mal gucken wollt, was so los ist, falls ihr selber nicht twittert. Weil die, die twittern, sehen das ja. Aber es soll ja Leute geben, die es nicht tun. Ich bin auch eine von denen. Dann kann man runtergehen und kann man gucken, was so im Netz gerade los ist unter dem Hashtag, wenn man neugierig ist. Ansonsten kann man auch jemanden, der es tut, fragen, lass mich mal gucken, was du da gerade treibst und was die anderen machen. Mhm. Es geht ja auch um die Digitalisierung, die wir heute besprechen. Und jetzt, Kapellmeister, wir haben einen Gong. Wir kommen wieder zum Beethoven. Ne? Also, genau, wir kommen jetzt wieder zum Beethoven. Ja. Wir haben einen Gong, immer eine Viertelstunde, bevor die nächste Session anfängt. Hört ihr das? Und das bedeutet Schluss, aus. Also ganz fertig, streng. Genau, fertig werden und gucken, dass ihr nochmal euch orientiert, vielleicht was trinkt und dann die nächste Session beginnt dann 15 Minuten später. Kapellmeister nochmal, weil es so genau, schön war. Genau, noch einmal bitte. So. Also falls einer in Schokoladenkoma fällt, das weckt euch wieder auf. Die Gefahr ist heute groß, glaube ich. Ja? Dann haben wir noch den Raumplan. Ah, nee, den habe ich ja gezeigt. Genau, das habe ich gezeigt. Genau, alles Digitale, zurück. Wir lassen das noch eine Weile stehen. Mhm. Und ihr seid fertig mit dem Programm, alle zufrieden, beziehungsweise wer noch mal gucken möchte, wann er dran ist. Bitteschön, wir haben jetzt um 12 Uhr Mittagspause. Mhm. Gourmet Wagner verköstigt uns in der wunderbaren Küche hier von Kopenhagen, wo man auch Seminare buchen kann. Da kann man vielleicht Jasmin mal fragen, was hier so alles möglich ist. Und um 13 Uhr sehen wir uns wieder. Dann begrüßt uns noch die Stadt Bad Honnef und um 13.15 Uhr gehen dann die Sessions los. Genau, also Sie sehen möchten uns was gleich sagen. Wieder. Nein, okay. Ja, dann habt ihr noch Fragen? Oder ist es soweit alles klar, oder die Fragen kommen wahrscheinlich. Wir sind sowieso alle jetzt miteinander, also kein sich nicht wundern. Sag, einige standen oder stehen, lese ich immer noch im Stau, also die Gruppe wird größer. Also wenn ein paar Gesichter noch kommen, die fordern wir dann später auf mit der Vorstellung, damit wir wirklich alle dann wissen, mit wem zu tun haben, okay? Wir sind auch den ganzen Tag ansprechbar, also Soledad, Johannes, Sascha, und ich, Ute, wenn ihr also Fragen habt, kommt ruhig auf uns zu. Wir sind auch bei den Sessions teilweise dabei. Wir kümmern uns um Technik. Aber der Inhalt kommt jetzt von euch und wir sind ganz gespannt, wie die Sessions laufen. Sehen uns um 13 Uhr genau. nochmal wieder. Und ganz kurz, also, weil manche Sessions so vom Thema her
ähnlich vielleicht waren. Vielleicht lohnt sich jetzt in der Mittagpause einfach, sich so zusammenzutun. Vielleicht legen wir ein paar Sessions zusammen, je nachdem. Also auch das ist möglich. So ganz spontan letztendlich einfach raus mit dem, was man heute mitgebracht hat, dass wir wirklich heute alles und morgen natürlich alles besprechen können. Aber wirklich, die Ideen sollen also ja, in alle Räume irgendwie verteilt werden. Okay, ich würde sagen, nicht nur die Schokolade ruft, sondern das Mittagessen. Raum, da kommt doch noch was. Ja, okay, ja. Es fiel ja doch des Öfteren das Wort Beethoven eben gerade. Und ich glaube, weil du das gerade auch angesprochen hast, wegen Session vielleicht zusammenlegen. Vielleicht sollten wir das wirklich machen. Dann müssen wir da nicht hin und her springen, falls das auch zeitgleich sein sollte. Ich glaube, das betrifft uns alle. Ja, wir können ja, ihr könnt gleich nochmal, das war ja auch die Bitte von Sascha und Johannes, dass ihr euch nochmal vor der Sessionwand trefft, also die, die Sessions geben wollen. Und dann könnt ihr genau das jetzt nochmal überlegen. Wer jetzt keine Session gibt, der kann schon mal vorne ans Buffet rennen und als erstes den Teller vollladen. Ja, dann guten Appetit. 13 Uhr wieder hier.